Hi und herzlich willkommen zu Part 14 unserer Million-Dollar-Girl-Challenge mit der lieben Daisy. Ach Leute, ich muss immer so lachen, wenn ich die Kommentare lese, ne? Es ist immer so, ja, wir machen das so und so. Nein, auf gar keinen Fall so und so. Und ich finde es wirklich witzig. Ich liebe das. Vielen, vielen Dank schon wieder. Ich weiß, ich bedanke mich dafür sehr oft, aber ihr müsst einfach wissen, dass ich da auch einfach dankbar bin für die tollen Kommentare, die ihr mir immer unter die Videos schreibt. Also danke, dass wir die Let's Plays zusammen gestalten. Das macht es für mich auch viel einfacher, weil ich ja schlecht im Entscheidung treffen bin. Ja, auch in diesem Part wird sehr viel passieren. Ich freue mich sehr auf den Part, denn es war wieder mal ein Kommentar, der mich dahin gebracht hat, dass wir das heute so machen. Und ich finde es immer besonders cool, weil natürlich achte ich auch darauf, was viel geliked wird von euch. Also wenn euch was gefällt, sehe ich das ja. Und dann gucke ich auch, dass ich das irgendwie mit einbinde. Und das mache ich jetzt auch. Aber manchmal reicht so ein Kommentar, der mich dann zu einer Handlung bringt. Und das war wieder so. Ihr werdet das sehen und die Person, die den Kommentar geschrieben hat, wird es wahrscheinlich auch wissen. Ja, cool. Also ich freue mich jetzt mega auf den Part. Ich bin voll aufgeregt. Und ja, mal gucken, ob wir auch Geld verdienen. Ich weiß, schwierig momentan mit dem Geld, aber ja, wir haben halt gerade eine wichtige Story. Denn für alle, die den letzten Part nicht geschaut haben oder den vorletzten Part, schaut euch den vorletzten Part unbedingt nochmal an. Denn da sind wilde Dinge passiert mit Daisy und Thorne. Und schauen wir mal, was jetzt aus diesem Part wird. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ich wünsche uns allen ganz viel Spaß und let's go! Wir sind alleine, denn Daisy ist noch arbeiten. Cool. Wir drücken mal Play, damit sie mal schnell von der Arbeit nach Hause kommt. Vielleicht wird sie... Was ist jetzt passiert? Das ging jetzt sehr schnell. Ich dachte gerade, vielleicht wird sie ja befördert. Aha. Okay, nichts passiert. Oh nein, sie muss noch ihre Schreibfähigkeit erreichen. Okay. Ja, ich würde sagen, dann arbeiten wir doch schnell mal noch... Oh, sie ist ein bisschen benommen. Wegen... Ach ja, Blutzucker. Aber das geht schon wieder weg. Ich lasse sie mal kurz sitzen und an der Schreibfähigkeit arbeiten. Ich finde ihr Outfit so sweetie mit der Schleife hinten. Ich glaube, sie mag ja schreiben nicht. Oh nein, wir haben auch eine Rechnung. Verbotene Gedanken. Ach so, das Buch, was wir mit dem Titel Verbotene Gedanken. I remember natürlich. Oh, guck, wie langsam das hochgeht. Aber sie hat doch diesen Stein, oder? Nicht aufgeladen. Ach so, der ist eh nur für zufällige Sachen. Hat sie irgendwas angezogen? Oh, Charisma geht schneller. Okay, das bringt uns auch nichts. Was ist das für eine Kette? Stimmung wütend traurig. Oh, und wir haben alle anderen Kristalle verkauft, ne? Wir brauchen eigentlich einen Kristall, der die Fähigkeit schneller nach oben levelt. Oh Gott, Thorne ruft an. Oh mein Gott, er ist so süß. Ja, ich weiß, nicht alle sind d'accord, aber Leute. Hey, Girl, ich muss mit dir reden. Thorne, was denn? Hast du dich von ihr getrennt? Ich bin dabei. Wie, du bist dabei? Ich bin dabei, aber mir ist heute Nacht was klar geworden. Was? Also ich weiß, da ist noch nicht entschieden, was mit uns los ist und so. Und ich bin echt nicht der Typ für Gefühle. Ich weiß es nicht, was ich sagen soll, wie ich... Thorne, bitte sprich, ich bin mitten am Arbeiten. Ich muss weitermachen und ich habe dir gesagt, solange du dich nicht trennst, will ich dich nicht weiter sehen. Das ist so eine blöde Situation. Ich weiß gar nicht, wie ich Octavia gegenübertreten soll. Was, wenn sie mich... anruft oder so. Ja, sorry, ich bin dran, ich kümmere mich. Ich wollte dir nur sagen, dass ich mich echt... Ich habe mich so in dich verliebt. Was? Ja, ich liebe dich. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich weiß, ich hätte es dir ins Gesicht sagen sollen und das werde ich. Ich werde es dir bald jeden Tag sagen. Oh, Leute. Ich liebe dich so sehr, wie ich noch nie jemanden geliebt habe. Und ich... Mein Herz, ich... Es platzt einfach, wenn ich dich nicht sehe. Thorne, du kennst meine Einstellung. Aber kannst du mir denn wenigstens sagen, dass du genauso empfindest? Ich stelle mein ganzes Leben für dich auf den Kopf. Für uns, nicht nur für mich. Ja, natürlich. Naja, ich mag dich auch gerne und es war sehr aufregend mit dir, oder? Ja, es war gut, es war aufregend und... Aber ich habe so Angst wegen dem Paparazzi. Ich habe ihn danach noch gesucht, aber nicht mehr gefunden. Alles wird gut gehen, ich bin noch gar nicht so bekannt. Aber deine Frau. Ach, das wird schon gut gehen. Also bitte sag mir, dass du mich liebst. Ich brauch das. Ja, ich lieb dich schon auch. Sie liebt ihn schon auch, Leute. Sie hasst alles daran am Schreiben. Sie hasst alles. Okay, wir werden jetzt ein bisschen Yoga machen noch, wenn sie gleich fertig ist. Die arme Maus, sie hasst ihr Leben. Was war jetzt mit besagter Rechnung? Kannst du die mal bezahlen? Ach so, nö, können wir nicht. Wir sollen sie doch den Strom abstellen, oder? Mir doch egal. Nee, wir haben ja Geld im Tresor. Können wir auch rausholen. Nur 33. Oh mein Gott. Können wir den Kristallbaum ernten? Wir können ja den Kristallbaum ernten. Mach das mal bitte schnell, Daisy. Mal gucken, ob da irgendwas mit Emotions dabei ist. Mit Fähigkeiten. Okay, drei Kristall. Dreimal den, okay. Beziehung zu einem Sim steigt schneller. Wütend traurig.
Charisma, Sheet. Vielleicht sind es immer die gleichen Kristalle. Ich weiß es ja nicht so genau. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus. Oh Mann, das ist natürlich... Ah, wir können ja auch einen kaufen. Ich bin ja auch schlau. Schmuck entwerfen. Nee, wisst ihr, was wir entwerfen? Ich glaube, ich schmiede mal so ein... Ah nee, das ist so ein Samen, so ein Ding. Und dann gucke ich mal, was macht Fähigkeiten, Charakter, Aktivität... Ah, mentale Fähigkeiten, nee. Trennung, warte mal, was gibt's denn hier? Nee. Zufriedenheitspunkte, beschämt, Energie beim Schlafen, Sim kann nicht sterben. Das ist schon sehr cool, oder? Aber es ist immer so viel zu lesen und ich bin so lesefaul. Ist übrigens auch cool, dass ich ein Studium begonnen habe, ja, wo man echt viel lesen muss. Ich muss momentan Artikel lesen. Ey, Leute, das ist schon schwierig, weil ich so lesefaul bin. Ja, wollte ich nur mal erzählen. Ja, aber Charisma ist auch stark, ne? Naja, wir schaffen das schon. Dann, wann mussten du wieder arbeiten? In 12 Stunden, also morgen. Ach Gott. Geh Yoga machen und dann schreib bitte dein Buch noch fertig, komm. Mausi, wir haben hier Missions. See Thorne jetzt erfolgreich ein bisschen aus dem Weg gegangen. Mal gucken, wie lange sie das hinkriegt. Ja, guck mal, wie schnell das hochgeht, ey. Wow. Ja, manche haben von euch geschrieben, nicht, dass sie schwanger ist, Leute. Nee, ich wollte gerade sagen, wir können keinen Schwangerschaftstest machen. Ich hatte ein bisschen Schreck gekriegt. Okay, sie hat das Buch fertig geschrieben. Du brauchst jetzt hier gar nicht denken, dass du irgendwas spielen kannst, Mausi. Geh schreiben üben. Nee, nee. Kann ich ihr was aus dem Belohnungsstore geben? Die Sim mit dem Merkmal inspirierte Entdecker bauen schneller Beziehungen und Fähigkeiten auf, wenn sie außerhalb ihrer Heimat Nachbarschaft auf ein Ja, falsch. Nachteule. Die Sim erlangen Fähigkeiten besonders gut bei Nacht. Du bist eine Nachteule. Auf jeden Fall bist du eine Nachteule. Och, Girl, du bist doch eine Nachteule. Sie muss jetzt eine Liebesmail schreiben, weil sie nichts anderes schreiben kann, Leute. Oh, das war's schon. Gut. Ja, dann geh halt schlafen. Mann. Sie ist ausgeschlafen. Guten Morgen, 4 Uhr morgens. Aufstehen, Girl. Du bist motiviert. Oh. Und sie möchte mit Holly plaudern. Ja, iss mal was, genau, das ist schon mal gut. Essen immer gut, ne? Dann geh schnell pieseln, lass den Teller stehen, ich kümmere mich drum. Kein Problem. Kleine Diva. Du sollst doch auch baden gehen. Warum ist sie denn jetzt nicht baden gegangen? Wann musst du arbeiten? Um 10. Jetzt ist zwar auch nicht mehr Nacht, aber ich hoffe, sie kann trotzdem die Fähigkeit ein bisschen schneller aufbauen. Oh, sie haben uns den Strom abgestellt. Obala. Ja, schade. Es hat mir auch jemand geschrieben, eine Person hat geschrieben, es tut mir weh, dass du die Outfits für so einen Scherbelpreis verkaufst, weil man kann richtig reich werden. Das weiß ich doch. Aber man kann nur reich werden, wenn ich auch entsprechend gut bin in dem, was ich tue. Und ich habe leider noch nicht so viel Erfahrung im, ne? Also sie ist halt noch nicht so bekannt, was Mode angeht. Leider. Deswegen. Oh, sie macht ein Selfie-Hu. Hauptsache, du hast Spaß, Girl. Hauptsache, du hast Spaß. Was haben wir jetzt? Kreative Fähigkeiten, Meisterwerke. Warte mal. Leiden nicht unter einer Schreibblockade. Entschuldigung. Okay, let's go. Rot, der Rubin. Ja, nee. Der Orangene. Let's go. Do it, Girl. Das müssen wir jetzt noch machen vor der Arbeit. Ist wichtig. Ich weiß, du magst auch das nicht, aber ey, wir haben jetzt... Ja, sie geht arbeiten, kein Problem. Ah, es ist so komisch, dass ich noch nichts von der Presse gehört habe. Ah, ich glaube irgendwie, dass das... Ah, das ist alles nix, ey. Nicht, dass sie die Bilder irgendwohin verkauft haben und meine Eltern das sehen oder... Oh Gott, noch schlimmer, Octavia das sieht. Sie muss eigentlich arbeiten gehen, aber ich würde mich auch freuen, wenn sie diesen Stein noch fertig produziert, ne? Mach den noch fertig, komm, und dann geh schnell arbeiten. Und jetzt... Geh schnell arbeiten. Ja. Okay, der muss natürlich noch aufgeladen werden. Oh, sad, aber kriegen wir hin? Ich lasse doch den anderen am besten auch nochmal aufladen, ne? Weil es ist ja nicht verkehrt, wenn sie dann Sachen findet. Arbeitest du hart? Du Fleißige! Du sollst fleißig arbeiten, Mann! Guck mal, wie schlecht wir sind! Okay. Octavia hat geschrieben, nein. Wir möchten nicht vorbeikommen. So, zieh mal dein anderes Outfit an. Dein normales Alltagsoutfit. Und dann geh mal rein und versuch nochmal ein bisschen Spaß zu bekommen. Während Daisy jetzt hier beim Sporteln ist, klingelt es an der Tür und sie denkt sich so, oh nee, ey. Oh, wer könnte das sein? Moment, ich komme. Oh Gott, wenn das Octavia ist, ich scheiß mich ein. Ich habe richtig Schiss, wenn das Octavia ist, das wird katastrophal. Ich ziehe mir am besten irgendwas nicht Provokantes an. Ich ziehe mir noch was an, Moment bitte. Oh mein Gott. Ich ziehe mir was Lässiges an. Was Lässiges ist gut. Nicht provokant, kein Ausschnitt, einfach was Lässiges. Oh mein Gott. Ob du dir was anziehen willst, habe ich gefragt. Es hat der Haustür geklingelt. Los. Hä, Octavia schreibt mir ein SMS, die kann's nicht sein. Oh Gott, nein, das ist bestimmt Thorne. Oh shit, ey. Was macht ihr denn hier? Wie habt ihr mich gefunden? Was? Ich versteh's nicht. Hä? Du bist eine unglaubliche Enttäuschung. Was soll das sein? Soll das ein Haus sein? Oh, siehst du das, Darling? Das soll ihr Zuhause sein. Das ist lächerlich. Lächerlich, Daisy. Was denkst du, was du hier machst? Das ist wirklich lächerlich, Daisy. Was denkst du, was du hier machst? Mom, Dad, also, das ist mein Zuhause. Ich habe es mir alleine aufgebaut. Ich bin stolz darauf. Stolz.
Auf diese Bruchbude. Du hattest es bei uns gut, Daisy. Erinnerst du dich? Ja, bevor ihr mich rausgeschmissen habt, hatte ich's gut. Das stimmt. Ich hatte ein schönes Zuhause, aber dann habt ihr mich einfach rausgeworfen. Ach, Pappelapapp. Jetzt sind wir die Bösen. Du bist doch die Böse. Du wolltest unser Familienunternehmen nicht erben. Du Kleine. Du Liebling. Ja. Naja, was soll ich sagen? Wir sind nach wie vor sehr enttäuscht. Was macht ihr hier? Was soll das? Wieso seid ihr hergekommen? Ich interessiere euch doch gar nicht. Ah, wir wussten, dass du auf einem unserer drei Grundstücke wohnst. Als ob wir das nicht wüssten. Aber es gab einen Anlass, warum wir jetzt hier sind. Was denn für ein Anlass? Was meint ihr? Naja, hast du vielleicht schon mal den Namen Octavia gehört? Octavia? Wieso? Was ist mit Octavia? Was habt ihr mit ihr? Wieso? Ja, und sicher kennst du auch Octavias Mann, also ihren Mann. Thorne. Flüchtig? Flüchtig. Ja, Schatz, genau, flüchtig. Hast du das gehört, Darling? Flüchtig, sagt sie. Pappelapapp, wir wissen alles. Was meint ihr? Was? Wir wissen, dass du was mit diesem verheirateten Mann am Laufen hast. Was? Was soll das? Ich versteh's nicht. Willst du uns denn nicht reinbitten in deine kleine, pobelige Bude? Nein, Mom, ich möchte euch nicht reinbitten. Aha, es war mir klar. Wir hätten sie doch zu uns holen sollen. Ich wäre nicht gekommen. Na, aber sicher wärst du gekommen. Wir hätten die Security mitgebracht. Wow, ihr hättet mich entführt? Entführung? Von unserer eigenen Tochter? Das geht gar nicht. Mom, was wollt ihr jetzt hier? Ich versteh's nicht. Ich bin alt genug. Ich hab mein Leben. Lebt ihr doch euer Leben. Und was hat Octavia damit zu tun? Deine Freundin, Octavia, hat sich Sorgen um dich gemacht, ja? Und wie man sieht, ja, zu Recht. Wie Sorgen? Hä? Ja, sie hatte Sorge, dass du total verwahrlost bist. Sie hat gemeint, du hast keine Freunde, du lebst im Dreck und ich sehe, dass sie Recht hat, ja? Ja, wir sehen, dass sie Recht hat. Und dass du auch noch eine Männerdiebin bist, dass du einen verheirateten Mann verführst. Wie eklig bist du eigentlich? Hast du keine Würde, Kind? Mom, das ist... Was ist Octavia? Das ist nicht wahr. Thorn und ich, wir lieben uns. Er ist verheiratet. Mom, wir lieben uns. Oh, das ist wirklich die Härte, Schatz. Wir hätten sie damals in das Camp schicken sollen, weißt du noch? Dieses Erziehungscamp für schwer erziehbare Kinder. Das hätten wir machen sollen. Nur wegen der Presse haben wir es nicht gemacht. Wir hätten es machen sollen. Der Ruf ist jetzt eh geschädigt. Es wäre damals nicht schlimmer gekommen. Du hast recht, Liebling. Das hätten wir machen sollen. Vielleicht können wir sie einfach in eine Psychiatrie stecken. Was? Ihr habt keine Macht dazu. Ich glaube auch. Wir sollten mal mit Dr. Sean reden. Sean hat so gute Patienten schon auf Vordermann gebracht. Ich meine, er arbeitet in einer Entzugsklinik, aber das ist ja fast das Gleiche. Sag mal, seid ihr total gestört? Wie redest du mit uns? Wirklich, seid ihr gestört? Ich werde auf keinen Fall mit euch mitgehen. Und was Octavia da abzieht, ist ja wohl die Härte. Ja, sie meinte, sie hat Fotos von der Presse zugespielt bekommen. Und das war wohl sehr eindeutig. Oh mein Gott, was tut sie mir an? Leute, das ist nicht fein von Octavia. Merkt ihr das? Diese böse Kuh. Ihr könnt gehen. Wir werden nicht gehen. Wir werden das hier klären. Ihr werdet nichts klären, was mit meinem Leben zu tun hat. Oh doch, wir werden einen Anwalt einschalten und wir werden dich zurückholen nach Hause. Mom, ich bin 21. Ja, das ist mir egal. Du willst unser Familienerbe, oder? Ich will kein Erbe von euch. Ich will keinen Cent. Du lebst auf unserem Grundstück und wir können hier machen, was wir wollen. Und wie du weißt, ach, da hinten ist unsere Anwältin schon. Oh, was ein Zufall. Kommt die Frau auf uns zu. Und wir können uns das Grundstück zurückholen. Ihr wollt mir einfach das Grundstück klauen, auf dem ich mir was aufgebaut habe. Ja, natürlich, Liebling. Wir haben Möglichkeiten, wie du weißt. Oh, dein Handy klingelt. Das ist sicher dein Geliebter. Der verheiratete Mann, wie du weißt. Und Octavia ist so eine Gute. Weißt du, Liebling, das hätte unsere Tochter sein sollen. Ja, das stimmt. Sie ist wirklich ein sehr nettes Mädchen. Sie ist eine Verräterin. Und ihr wisst gar nichts über sie. Wir wissen genug. Wisst ihr, dass ihr Kind gar nicht von Thorne ist? Ach, das ist doch lächerlich. Nein, sie hat nämlich ein Kind mit einem anderen und hat es Thorne untergejubelt. Ich weiß es genau, sie hat es mir erzählt. Ach, das ist lächerlich. Mach dich nicht zum Affenkind. Naja, wir werden auf jeden Fall den Anwalt einschalten und dich hier rausklagen. Das dürft ihr nicht. Das könnt ihr nicht machen. Natürlich können wir das machen, oder Liebling? Ja, natürlich können wir das machen. Ihr seid so gemein, ich kann mir nicht glauben, dass ihr meine Eltern seid. Ich möchte, dass ihr geht. Verschwindet von eurem Grundstück. Das ist so lächerlich, was du hier abziehst, Daisy. Ich will, dass ihr geht. Lasst mich in Ruhe. Oh mein Gott. Ich will euch nicht mehr sehen. Geht weg. Wir hätten handeln sollen, Schatz, als wir es noch konnten. Jetzt ist es zu spät. Sie ist total verdorben. Ihr wollt nicht mal wissen, wie es mir ergangen ist, seitdem ich abgehauen bin. Seitdem ihr mich rausgeworfen habt. Natürlich wollen wir das nicht wissen, denn ich meine, wir haben Privatdetektive, wir wissen eh alles.
Das ist so lächerlich. Geht einfach. Du wirst dein blaues Wunder noch erleben. So, oh mein Gott, Leute, was war das denn? Uff. Was soll denn das? Was, dass sie echt denken, dass sie mich einschüchtern können. Sie wollen mich rausklagen von meinem eigenen Haus. Ich habe mir doch hier was aufgebaut. Mein Zuhause, mein Leben. Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben. Und die Maus ist natürlich jetzt total traurig und geschockt und gleichzeitig ist sie auch super ehrgeizig jetzt und will ihr Leben leben. Sie will es schaffen und ich werde jetzt mit ihr auf jeden Fall Geld verdienen. Wir werden mit ihr umziehen und zwar auf ein neues Grundstück. Daisy wird sich das definitiv nicht gefallen lassen und sie wird jetzt Thorne nochmal anrufen und wird ihm sagen, dass das eben passiert ist. Warte mal, Kamera fokussieren? Nee, der ist nicht da, ne? Ruf ihn mal an. Yeah. Thorne, ich bin's! Was ist los? Meine Eltern. Was ist passiert? Daisy redet mit mir. Soll ich kommen? Nein, meine Eltern waren hier. Wieso? Ihr habt doch keinen Kontakt. Sie sind gekommen und haben gesagt, dass Octavia ihnen gesagt hat, dass ich dich verführt hätte und Ehemann und diese Dinge. Und sie erzählt ihm jetzt natürlich den ganzen Dialog, den möchte ich euch jetzt nicht nochmal aufbürden, aber sie erzählt ihn jetzt und Thorne ist total geschockt und sagt, was? Das hat sie getan, diese Schlange. Ja, und sie weiß alles, Thorne, sie weiß es und sie will mich zerstören. Das lasse ich nicht zu. Es ist doch längst passiert. Ich muss hier weg. Ich werd morgen früh meine Sachen packen und gehen. Wir gehen zusammen. Ich komme mit dir. Ich lass dich nicht alleine. Thorne, ich muss hier weg aus der Sol Valley. Ich will weg. Ich will nicht, dass meine Eltern wissen, wo ich bin. Und ich will einfach wegziehen. Wie wär's mit Hollywood? Hollywood? Also der Sol Valley? Ja, nee, warte mal. Der Sol Valley. Hm. Ja, wir hatten doch eh schon Pläne geschmiedet. Das machen wir, Liebling. Ich werde mich heute Nacht, ich werde Octavia verlassen. Ich lass nicht zu, dass sie dir so wehtut. Ich meine, es tut mir doch leid, dass ich sie hintergangen habe. Aber was sie getan hat, ist so viel schlimmer. Ich werde das klären, Daisy. Ich werde dich beschützen. Ich werde nicht zulassen, dass dir so wehgetan wird. Ja, okay. Okay, Leute. Nimm mal dein Insulin. Wir werden tatsächlich jetzt Thorne spielen. Einfach, weil ich glaube, dass es für mich auch einfacher ist, das jetzt so rumzumachen, dass er jetzt auch sich aktiv von ihr trennt. Normalerweise mache ich ja dann immer, dass es einfach passiert ist. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass Thorne auch die Möglichkeit hat, Octavia zu konfrontieren und dass die beiden sich aktiv trennen können voneinander. So, Thorne kommt jetzt nach Hause und er ist natürlich sauer. Er ist aufgebracht, weil er weiß, was sie getan hat. Und er geht jetzt ins Schlafzimmer, wo sie sitzt. Oh, Darling, na, zu Hause. Wie war dein Tag, Liebling? Octavia, du bist so eine Schlange. Bitte? Was meinst du? Das ist echt dein Ernst, dass du mein Leben zerstören willst? Was meinst du denn? Och, ich weiß gar nicht, was du meinst, ha? Huh? Du hast alles zerstört, von Anfang an. Oh, das sagt der Ehebrecher. Das sagt die, die mir ein Kind von einem anderen unterjubeln will. Was? Natürlich! Glaubst du etwa, ich weiß nicht, dass das Kind nicht von mir ist? Das ist was? Das ist völliger Schwachsinn. Du bist doch total verrückt. Ja, bin ich das? Ja, natürlich. Als ob das Kind nicht von dir ist. Nein, natürlich ist das von dir. Aber du hast mich betrogen. Wie mit meiner besten Freundin. Was fällt dir eigentlich ein? Und du hast ihr Leben zerstört. Ja und? Geschieht ihr recht? Was soll das? Sie ist eine Ehebrecherin. Das ist sie nicht. Du bist die Ehebrecherin. Ach ja, wirklich. Ja, wirklich. Du hast mich einfach betrogen mit einem anderen Typen und dann hast du auch noch, also ich glaub's nicht, und dann hast du auch noch so getan, als wäre das mein Kind. Oh, das ist natürlich völliger Schwachsinn. Weißt du was? Ich habe einen DNA-Test gemacht. Was? Warum? Weil ich wusste, dass es nicht mein Sohn ist. Sohn? Meine Tochter ist. Das ist Schwachsinn, das kann überhaupt nicht sein, ne? Der ist gefälscht. Ist er nicht. Ich habe ihn kurz nach der Geburt gemacht, weil ich wusste, dass du mich betrogen hast. Und du glaubst echt, dass du damit durchkommst, mir ein fremdes Kind unterzujubeln? Es hat doch geklappt ein paar Monate. Du bist so falsch, Octavia, so falsch. Ja, und was willst du jetzt tun? Willst du mich jetzt verlassen? Was ist mit Orange? Orange ist eh mehr dein Kind als mein Kind. Ich werde mich um ihn kümmern. Ich werde ihn zu mir nehmen, wenn es das ist, was du willst. Ich kann mich mit ihm verstehen. Ich kann... Orange liebt dich nicht. Er liebt mich. Ich bin seine Mami. Ich verbringe die ganze Zeit mit ihm. Du bist doch nie zu Hause. Das stimmt nicht. Ich kümmere mich auch um ihn. Das ist nicht wahr. Ich will das Sorgerecht für ihn.
Nein, willst du nicht? Ich will Besuchsrecht, dass er regelmäßig zu mir kommt. Vielleicht sollten wir erstmal darüber reden, wie wir unsere Beziehung wieder in den Griff bekommen, bevor du an Trennung denkst. Ich hatte einen einmaligen Ausrutscher. Ja, und? Und dabei ist ein Kind entstanden. Thorne, als ob das ein Problem ist. Schau sie dir an, sie ist so süß. Sie könnte deine Tochter sein. Ich will kein Kuckuckskind. Ein Kind von jemand anderem. Bist du verrückt, als ob ich es lieben könnte. Und außerdem, ich liebe dich nicht. Ich liebe Daisy. Du liebst Daisy. So. Von dieser einen unbedeutenden Techtelmechtel-Aktion liebst du jetzt Daisy. Ich lieb sie schon viel länger. Ah. Ja, und für mich war's das. Du bist so eine falsche Schlange. Du hast dein wahres Gesicht gezeigt und ich kann damit nicht umgehen. Trennung? Ach, Thorne, das ist so lächerlich, was du hier abziehst. Ich werde mich trennen von dir. Ich will die Scheidung. Du wirst keinen Cent bekommen. Ich habe Beweise, dass du mich betrogen hast. Und ich habe Beweise, dass du ein Kind von einem anderen hast. Und das ist Jahre her. Das kann, also ein Jahr bestimmt ist es jetzt her. Das kann dir keiner nachweisen. Das ist so lächerlich, was du abziehst. Naja, wir können uns von mir aus scheiden lassen, aber das Geld bleibt bei mir. Und das Haus natürlich auch. Und Orange sowieso. Behalt das Geld. Ich will überhaupt kein Geld. Daisy und ich, wir brauchen kein Geld. Ach ja, ist das so? Ja, das ist so. Wir kommen alleine klar. Wir wollen dein schmutziges Geld nicht. Ich will die Scheidung jetzt. Und du kannst später zum Arzt. Und du kannst machen, was du willst. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Werd doch glücklich mit deiner kleinen, schmutzigen Daisy. Und verschwindet aus meinen Augen. Weißt du was? Das werden wir tun. Ich werde noch heute Nacht verschwinden. Ach ja, ist das so? Heute Nacht, wo willst du hin? Du weißt genau, wo ich hin will. Und mit dir will ich auch so nichts mehr zu tun haben. Weder in der Ehe noch danach. Ach, Thorne. Nein, vergiss es. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Du kannst den Dreck unter meinen Füßen wegwischen. Oh, das ist so schade. Aber weißt du was? Mach's einfach. Geh. Ich brauch dich nicht in meinem Leben. So, jetzt machen wir hier noch ein bisschen eine minus 10. Man muss es ja nicht übertreiben, aber tschüss, Octavia. Wir werden ausziehen. Und zwar werden wir jetzt erstmal direkt zu Daisy ziehen und dann mit ihr zusammen woanders hinziehen, weil kann ich ihn alleine ausziehen lassen? Wie geht es? Schrecklicher Ruf. Ja, super. Unser Ruf direkt ruiniert, ne? Oh, weil wir eine schmutzige Scheidung hatten. Das ist ja so spannend. Oh mein Gott. Love it. Also traurig für ihn, aber love it. Ziehst du bitte aus, Thorny? MC Command Center, Sim Kommandos, Sim Verwaltung, Sim Umzug in einen anderen Haushalt zu Daisy, Daisy, Daisy Dollar. Und er darf kein Geld mitnehmen. Thorny, hast du gehört, du darfst so kein Geld mitnehmen, weil das steht in den Regeln. Es würde ja auch irgendwie passen, wenn wir nach San Myshuno ziehen und die beiden einen anderen Namen annehmen, ne? Aber ich glaube, dass es sehr schlimm wäre für mich, wenn Daisy Dollar nicht mehr Daisy Dollar heißen würde. Oh mein Gott! Wir können sie einfach vielleicht Daisy Million nennen, weil wir haben die Million Dollar Girl Challenge oder Daisy Euro oder Daisy Cent oder so. So, wisst ihr, zum Joke. Das wäre natürlich eine Option. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ja, irgendwas müssen wir machen. Und Thorne vielleicht auch nicht mehr, weil der muss ja jetzt auch einen anderen Nachnamen eigentlich haben. Oh, sie malt. Sehr gut. Hey, Daisy. Hey, Thorne, wie war's? Ja, alles gut. Ich habe mich scheiden lassen. Warum hat sie das getan? Ich glaube, sie war einfach so sauer. Ja, aber wir sind doch auch sauer. Du bist doch auch sauer und hast sie nicht so hintergangen. Ich weiß, es ist echt hart, aber sie hat einen Burnout. Es war zu viel für sie. Ja, mal das Bild noch fertig und dann kümmern wir uns um deinen Burnout. Ja, Leute, wundert mich jetzt nicht, ne? Och, jetzt mal's halt fertig. Och, Girl. Ja, er legt sich jetzt zu ihr und schläft. Wie viel Geld verdient er eigentlich? Auch gar nicht so viel. Guck mal, bei ihm müssen wir auch noch... Oh, der befehlt der Klavierfähigkeit. Super, haben wir jetzt nicht kein Klavier, ne? Guck mal, Daisy, vielleicht kriegen wir dich noch in diesem Part befördert, hä? Kreativfähigkeit, verbessert schneller Fähigkeiten... Ja gut, sie hat halt einen Burnout, ne? Weiß ich jetzt auch nicht, wie sehr ihr das helfen wird. Ich weiß gar nicht, ob sie schreiben kann. Oh, kann sie nicht, ne? Verdammt. Wie kriege ich denn jetzt ihren Burnout weg? Vielleicht mit einem Schaumbad, hä? Und Yoga. Schaumbad und Yoga. Oh Gott, wir haben eine richtig schlechte Arbeitsleistung. Warum? Was ist denn da jetzt los? Oder können wir irgendwas aus dem Belohnungsstore geben für Burnout? Wahrscheinlich gibt es da nichts, ne? Stimmungslöser könnten wir... Nee, das macht ja nur alles wieder auf Vollladung. Vielleicht geben wir einfach einen Konzentrationstrank, weil der müsste vielleicht über dem Burnout liegen dann. Der Burnout liegt trotzdem drüber. Oh, krass. Oh, heute ist Liebes... Nee, geht. Setz dich und schreib schnell dein... Hallo? Der Strom wurde abgestellt. Oh, ja, true. Da war was, ne? Upsadalalassen. Oh Mann, wegen ein paar Simoleons. Dann mach schnell dein Gemälde, dann können wir es verkaufen. Ein Meisterwerk? Ja? Oh, super. Ja,
Verkauf bitte dein Meisterwerk, setz dich und bezahl die Rechnung schnell. Und Gott, der hält nur noch 2 Stunden. Schreiben, schreiben, üben. Los. Do it. Du sollst nicht essen, du sollst schreiben. Das ist übrigens vergammelt. Ja, da ist jetzt gleich die Pupserei, siehst du? Meine sind die Artikel abgelaufen. Daisy, ich schaue momentan nach Häusern, nach Möglichkeiten, wie wir in San Myshuno leben können. Okay, mach das. Musst du heute arbeiten? Ja, in 2 Stunden muss ich los, aber ich muss hier unbedingt noch was fertig machen für die Arbeit. Ich könnte auch Homeoffice machen. Weißt du was? Ich arbeite von zu Hause aus. Vielleicht kriege ich es hin, dass wir, naja, da noch ein bisschen... Oh Gott, der Burnout geht hoch. Ich hasse Schreiben. Tut mir leid, Daisy. Du musst da durch jetzt. Oh, jetzt mag sie nicht mehr. Ich arbeite einfach von zu Hause aus heute. Das ist okay, aber wir müssen echt gucken, dass wir ein Grundstück finden. Kannst du dich damit beschäftigen? Ja, natürlich, mache ich. Kann ich ein bisschen Musik hören? Das bringt mich runter. Ja, klar. Mach, was du denkst. Oh Mann, ey. Heute ist übrigens... Ah nee, warte mal, er soll einfach eine Rose kaufen. Geschenke kaufen, eine rote Rose. Und ach so, wartet, ich muss noch die Beziehung zwischen Daisy und Octavia runtercheaten, weil sie sind ja auch sauer jetzt. Schenk ihr mal eine Rose, komm. Hey Daisy, ich hab da noch was für dich. Was denn? Naja, heute ist ein besonderer Tag. Ach, du meinst, der schlimmste Tag unseres Lebens? Nein, also ja, es ist schon hart, aber schau mal, die ist für dich. Oh mein Gott, süß, Thorne, danke schön. Es ist Liebestag heute. Oh, du bist so lieb, danke schön. Das ist echt süß. So, sie muss Fotos machen. Ja, von was denn, ey? Ja, mach mal von deiner Wohnungseinrichtung Fotos. Eigentlich muss sie... Ich muss mal kurz in die Stadt, Thorny, okay? Was musst du machen? Naja, ich muss arbeiten, aber... Naja, versuch du bitte ein Grundstück zu finden. Ich sehe zu, dass ich schnell wieder heimkomme, dass uns hoffentlich niemand sieht. Ja, ja, klar, mach das. Ja, ja, Leute, muss sie machen, ne? Weil wir müssen ja schon noch arbeiten irgendwie. Vielleicht kann sie hier in den Nachtclub fahren und dann ein paar Fotos machen von Leuten, weil ich glaube, also sie ist in der Modebranche, natürlich soll sie Outfits fotografieren. Sie hat sich jetzt auch gar nicht wirklich zurecht gemacht, sondern versucht jetzt einfach irgendwelche Leute zu fotografieren. Den zum Beispiel, ist das ein Paparazzi? Ja, fotografiert den Paparazzi. Macht nix. Der hat auch ein schönes Outfit an. Ach so, hat sie jetzt von irgendjemandem? Ah ja, ich habe irgendjemanden angeklickt. Oh Gott, wo ist sie denn? Ah ja. Dass unsere Mom da hinten läuft, ignorieren wir jetzt natürlich, weil das macht ja gar keinen Sinn. Hä? Das hat jetzt aber nicht gezählt. Warum? Müssen wir anders Foto machen? Zählt das jetzt oder was? Das zählt ja auch nicht. Ja, cool. Schön. Ist ja nicht so, dass unsere Arbeitsleistung eh schon schwach ist. Dann geh wieder nach Hause. Okay, meine Lieben. Aber dann werde ich den Part an der Stelle beenden. Und ich bin sehr gespannt, was ihr jetzt in die Kommentare schreibt. Also ich habe auch ein paar Meinungen dazu gelesen, dass Thorne vielleicht der Mann für jetzt ist und sie aber für die Zukunft dann nochmal jemand anders kennenlernt. Ich finde aber die Geschichte gerade echt spannend und mir gefällt sie sehr, sehr gut. Ich spiele sie auch sehr gerne gerade. Ich glaube, das mit Daisys Eltern war jetzt wichtig. Da bin ich auch sehr auf eure Reaktion gespannt. Und wie das mit denen weitergeht, ob die nochmal eine Rolle spielen oder nicht, ob ihr sagt, ja, das ist voll spicy, wollen wir mehr? Oder ob ihr sagt, nee, das reicht mir jetzt, die Eltern gingen mir voll auf den Keks, kann natürlich auch sein. Und ja, wie es weitergeht mit der Wohnungssuche. Ich habe ja überlegt, ob wir ins Penthouse ziehen. Das kostet allerdings ein bisschen was und ich gehe sehr stark davon aus, dass unser Geld bis dahin wieder weg ist. Aber wenn euch das Penthouse auch gefällt, schreibt mir das auch gerne in die Kommentare und dann müssen wir unbedingt im nächsten Part Geld schöffeln, Leute. Es kann nicht sein, dass wir schon... Also eigentlich ist es auch vollkommen in Ordnung, weil wir haben hier jetzt auch Storytelling und ja, es wäre auch okay für mich gewesen, wenn es eine reine Hustle-Challenge gewesen wäre, aber irgendwie ist uns Daisy jetzt doch ganz schön ans Herz gewachsen. Das ist auch schön. Das ist auch ein Teil meiner Let's Plays und ich freue mich deswegen ja auch immer sehr drüber, wenn wir auch eine Storyline haben und die haben wir gerade. Deswegen, aber wir müssen vielleicht im nächsten Part mal echt dieses Künstlerkollektiv wieder anrufen. Ich meine, San Myshuno ist ein Künstlerviertel. Vielleicht können wir da dann irgendwie an den Staffeleien malen und die Bilder verkaufen nochmal. Ja, ich freue mich auf den nächsten Part. Ich bin total ready jetzt schon, aber ich nehme jetzt nicht im Anschluss auf, sondern ich warte jetzt erstmal auf eure Kommentare. Wir sehen uns nächste Woche im nächsten Part. Ich freue mich drauf. Macht's gut, meine Lieben. Auf Wiedersehen und tschüssli.